Neu in Altötting, Bergbauer, Feinkost und Fischspezialitäten. Ab sofort gibt's mittags herrlich leckere Fischsnacks in verschiedenen Variationen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Motel Isar wünscht Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit und viel Spaß mit dem Beitrag zum Winterzauber in Bad Füssing. Kilving Weihrauch Manufaktur in Altötting. Erleben Sie die Magie der Düfte, gerade jetzt zur Weihnachtszeit. Nach dem großen Erfolg des Bad Füssinger Winterzaubers im letzten Jahr findet die Veranstaltung auch in diesem Jahr wieder statt, und zwar genau an zwei Wochenenden. Und wir waren beim Auftaktwochenende für Sie mit dabei und werden uns jetzt mal beim Bad Füssinger Weihnachtszauber für Sie umschauen. Aufgrund des großen Erfolgs des Bad Füssinger Winterzaubers im letzten Jahr fand das adventliche Wunderland mit Christkindlmarktromantik in diesem Jahr gleich an zwei Wochenenden statt. Besonders beeindruckend war das funkelnde Meer aus Lichterketten und Leuchteffekten, das die Besucher in seinen Bann zog. Der Duft von gebrannten Mandeln und Zimt lag in der Luft und sorgte für eine weihnachtliche Atmosphäre. Aber natürlich gab es auch deftige Schmankerl, wie zum Beispiel das traditionelle Raclettebrot oder Calamaris vom Grill. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir sind jetzt gerade mitten in der Schweizer Hütte beim Bergbauern. Und was da alles Leckeres gibt, ja, das schauen wir uns jetzt gleich für Sie an. Was macht denn den Weihnachtsmarkt für dich so besonders? Also der Weihnachtszauber, das ist halt, sage ich erstens einmal, liegt er bei uns vor der Haustür, also Nachbargemeinde. Da liegt mir halt schon viel am Herzen, dass das auch funktioniert. Sie haben wunderschön aufgebaut, sie haben sich echt Mühe gegeben. Wir haben eine super Lasershow da, die Bäume sind beleuchtet. Es ist halt einfach einmal ein anderer Christkindlmarkt, wie man sonst kennt, wo Hütte an Hütte steht. Sondern bei uns muss man einfach rundum gehen, muss sich einfach einen Eindruck schaffen und dann schaut man, was man macht. Zwischendurch kriegt man natürlich auch Hunger und bei euch kann man sich ja gut stärken. Ihr seid ja gleich mit zwei Ständen da. Was gibt's denn? Genau, wir haben angefangen auf den Christkindlmarkt letztes Jahr. Da haben wir schon unseren Fischstand dabei gehabt, auch mit Pommes-Sachen und Fischgerichte halt. Und dann haben wir halt jetzt eben die Schweizer Hütte dieses Jahr erworben, sage ich jetzt einmal. Und das hat sich halt jetzt super ergeben, dass wir beide Stände dann eben da platzieren können. Und was geht am besten? Das kann man schlecht sagen. Also die Leute sind ja sehr wählerisch und sehr verschieden, muss ich jetzt sagen. Also wie gesagt, wir machen gute Sachen eben mit Fisch und da sind viele begeistert, ob jetzt das Calamari-Ringe sind oder ob das die guten belgischen Pommes sind. Das macht ganz viel aus, sage ich jetzt mal, das kennen die Leute schon. Mit der Schweizer Hütte sind wir jetzt das erste Mal da eben. Und ich muss sagen, unser Raclettebrot, das ist einfach ein Selbstläufer. Also wie gesagt, gerade habe ich kurze Pause gekriegt und deswegen sind wir es da. Wenn jetzt aber jemand sagt, boah, das hört sich jetzt total gut an, ich möchte halt auch gerne eine Schmankerl probieren, wo findet man euch dann und wann? Also wir sind natürlich jetzt, dieses Wochenende sind wir da, bis Sonntag geht der. Und dann geht es eben nächstes Wochenende nochmal weiter mit dem Winterzauber. Dann wird das Ganze wieder abgebaut in die nächste Gemeinde, das ist dann Pocking. Und das ist dann auch ein Wochenende lang. Für musikalische Unterhaltung sorgten verschiedene Livebands, die mit ihren weihnachtlichen Klängen für festliche Stimmung sorgten. Besonders die kleinen Besucher kamen auf ihre Kosten. Ein Kinderkarussell sorgte für strahlende Kinderaugen und begeisterte die jüngeren Gäste des Winterzaubers. Eine Neuheit in diesem Jahr war die große Lichtinstallation. Täglich ab Einbruch der Dunkelheit verwandelte sich der Kurort in ein Lichtermeer. Die Lichterketten, Leuchteffekte und Lichtkunst bildeten eine Fläche aus Licht, die einen neuen Himmel über den Köpfen der Besucher bildete. Zusammen mit den Schatten der Bäume entstand ein kontrastreiches Muster, das die Besucher in Staunen versetzte. Auch die Schneeflocken passten perfekt in das Lichtermeer. Die Lichtinstallation ist täglich von 17 bis ca. 22 Uhr zu bewundern und sorgt für eine ganz besondere Atmosphäre. Die Besucher waren begeistert von dem Zusammenspiel von Licht und Schatten und genossen die einzigartige Stimmung. Der Bad Füssinger Winterzauber war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg und begeisterte die Besucher mit seiner Christkindlmarktromantik und dem funkelnden Meer aus Lichterketten und Leuchteffekten. Die Veranstalter können stolz auf das gelungene Event zurückblicken und freuen sich bereits jetzt auf den nächsten Winterzauber. Ein adventliches Wunderland, ein funkelndes Meer aus zahlreichen Lichtern und absolute Christkindlmarkt-Romantik. So lässt sich der Bad Füssinger Weihnachtszauber beschreiben.
Nächstes Wochenende, also am 1. bis zum 3. Dezember, haben Sie noch die Möglichkeit, hier vorbeizukommen. Überzeugen Sie sich selbst. Bis dahin, alles Gute, Ihre Nicola Koska. Neu in Altötting, Bergbauer, Feinkost und Fischspezialitäten. Ab sofort gibt's mittags herrlich leckere Fischsnacks in verschiedenen Variationen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Das Motel Isa wünscht Ihnen eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit. Killwing Weihrauch Manufaktur in Altötting. Erleben Sie die Magie der Düfte gerade jetzt zur Weihnachtszeit.